Hey Dudes, was geht ab? Wir spielen heute mit Toulouse gegen AC Arlé. Keine Ahnung, wie sie heißen. ACA. Anson. Keine Ahnung, wie man das so ausspricht. Und das müsste, wenn ich mich nicht irre, der französische Pokal sein. Das wäre durchaus möglich, hier einen Heber mal zu produzieren. Wow, und der geht nicht rein. So, gucken wir mal, gegen wen oder was wir hier spielen. Das war der Pokal. Unsere Ausstellung 4-1-2-1-2. Caceres. Ben Sada, oder wie auch immer hieß. Ben Sad. Ich bin traurig, Ben Sad. Oh. Hat der Keeper das aber gut gerettet? Ich glaube, da läuft noch Musik. Ja, es läuft noch Musik. Spieleinstellung. Das ist echt ätzend. Und es geht weiter. Capoe. Ist keine Chance. Butel. Buttel. Ihr müsst mir mal phonetisch alle Namen in die Kommentare schreiben. Wie man sie ausspricht. Damit ich das endlich mal lerne. Woms. Schön. Da kommt er doch an mir vorbei, der Sack. Einfach weghauen hier, die kleinen Spacken. Cardi. Hey, ja, ja, komm. Damit. Ah, den Ball verloren, zu weit vorgelegt. Verdammte Kacke. Axt. Sorry, Axt. So, Felipe Santana. Lass mich vorbei. Hat nicht geklappt, schade. Also 15 Minuten. Jetzt haben wir schon gespielt, 0-0. Letztes Spiel haben wir es ja doch geschafft, in der 90. Minute eigentlich ein geskriptetes Tor zu schießen. Also aus unserer Sicht geskriptet, weil wir ja gecheatet haben dann im Prinzip. 90. Minute, das ist immer ätzend, ne? Wenn man so spät ein Tor reinkriegt, als Verlierermannschaft. Wenn man so spät eins macht, ist es auch nicht so verkehrt. Es ist einfach schon mal gut, dass man überhaupt ein Tor gemacht hat. Aus der Drehung, falscher Winkel. Jetzt aber Redmond. Oh, holt er sich die Pille. Und weiter Abschlag. Unser auf jeden Fall. Zack. Jawohl. Yes. Ben Yedder, der macht es. 1-0. Easy, easy. Sehr schön gemacht. 1-0, super. Also ich bin ganz stolz auf Ben. Wow. Da ist jemand aber nicht so gut drauf, wenn er ihn so... Obwohl, war gar nicht schlecht. Wäre aber trotzdem sehr weit gekommen. So. Redmond. Ich wollte da gerade abschießen. Ah, den haben wir. Nicht. Okay. So, eine Sekunde hier mal ein Stückchen trinken. Wie unprofessionell.
Ja, der ging drüber. Vielen herzlichen Dank. Kann ich kurz spielen? Nein, kann ich nicht. Also, ein Tick lang. Leider den Ball verloren. Oh, komm. Oh. Haben wir? Kein Problem. Wir suchen hier irgendwie noch den Weg durch. Okay. Ben? Nein, falscher Mann. Falsch abgespielt. Ah, nee, da habe ich den, aber der fliegt mir doch viel zu weit weg. Oh, Mann, oh Mann. Also hier, 1:0, 40 Minuten sind schon rum. Huch. Da hat irgendwie ein Elch gerülpst im Hintergrund. Wüsste auch nicht, woher der kam. So. Kartletsch gibt hier mal schön ab. Ben. Redmond. Schieß doch, Junge! Warum nehmt ihr denn immer diesen Ball so kacke an? Ah, was? Oh nein! Ganz klar rot. Ah. Da waren wir vorne so hart dran. Und sie schießen nicht. Oh, daneben. Aufs lange Eck hätte er richtig feuern können. Oh, jetzt haben wir eine rote auch noch gekriegt. Also ich fand, das war nicht so ein heftiges Foul. Er stand ja ganz normal und ist dann über den Fuß gestolpert, weil ich da hingegrätscht bin. Also, das war kein Rot. Ich weiß auch nicht, wie der Schiedsrichter darauf kam. Es war natürlich da hingegrätscht, das ist richtig. Aber wir haben ja noch die Hoffnung auf FIFA 14. Falscher Mann. Da werden die Schiedsrichter ja scheinbar ein bisschen anders agieren und reagieren. Schlauer und so weiter. Habe ich zumindest weiterhin die Hoffnung. Oder es war einfach nur mal ein Montagsmodell, dass der Schiedsrichter da sagt, nö, ja, ist alles gut, ist alles gut. Wie es sich wirklich spielt, wird man ja erst sehen, wenn wir die Vollversion haben. Und wenn diese Vollversion dann auch noch nicht auf dem PC läuft, sondern auf den Konsolen. Da war der Schuss. Gut, Felipe Santana. Gut aufgepasst. Jedes Mal wieder bleib ich da in der Verteidigung hängen. Ich weiß nicht, wieso ich da immer hängen bleibe. Super abgewehrt. Dranbleiben. Alter! Gib Gummi! Es sind zwei Leute da und der Verteidiger kommt trotzdem dran. Ganz cool bleiben. Durchatmen. Nö. Nicht so mit mir.
wenn wir schon nicht den Schiedsrichter auf unserer Seite haben, der da lächerlich rote Karte verteilt, dann dürfen wir auch hier mit Zeit spielen. Immer mal wieder ein Stückchen nach vorne. Und dann einen schönen Fehlpass produzieren. Ja, komm, ey, ihr habt doch den Ball schon. Der Schiedsrichter ist doch parteiisch. Wir suchen jetzt hier den Weg, der hier irgendwie durchführt, durch das Gewimmel. Sehr schön, Capoe. Cutlet. Harter Schuss, direkt auf Keeper. Ja, ey, komm, Schiedsrichter, was ist denn mit dir los? Pfeifst alles gegen mich, ich hab doch nichts gemacht. Gar nichts. Der spinnt doch. Du kannst ja nichts mehr machen, weil jede Berührung ist dann faul. Und dann ist es ein Strafraum und dann gibt's Rot, oder was? Und so ein billiges Tor. Ach, ist doch kacke mit diesem Schiedsrichter. Jetzt hier in letzter Minute. Na, 10 Minuten haben wir noch. Oh, jetzt geht nichts mehr. Cool bleiben. Irgendwie versuchen, die Zeit rumzukriegen. Geht nicht. Sorry. Da werden wir wohl leider ausscheiden. Es geht nämlich jetzt in die Verlängerung, dann verkacken wir komplett. Also es riecht schon wieder nach ganz klarem Beschiss. Bettmafia oder irgendwie sowas. Ja komm, geh! Jawohl, Ben Yedder macht's wieder. Er trifft und trifft und trifft für Toulouse. 89. Das habt ihr davon, ihr Wettmafia-Typen. Alte Cheater-Mafia. Jetzt nur noch den Ball behalten. Abnehmen. Ich bin doch gar nicht dick. Oh je. Wir können nochmal Teammanagement gehen. Wir haben noch nicht gewechselt. Und wir können einen Stürmer für den machen. Achso, muss ich anders machen, ne? Oder nehme ich dafür Nikov? Ja, so. So, jetzt wird mal gewechselt. FC Toulouse da hinten. Drei Minuten werden nachgespielt. Ich kämpfe. Jawohl. Die Wettmafia hat keine Chance gegen uns. Dafür fehlt uns ein Mann im nächsten Spiel. Oh, wie gut er das gemacht hat. Bleibt ruhig und schiebt das Ding rein. Ben Yedder 9,8. Eieieiei, war das ein hartes, knappes Spiel. Sieg in letzter Minute für Toulouse, das ist wohl wahr.
Wir gucken auf den Kalender. Da ist noch ein bisschen Zeit. Sehr schön. Preisgeld. Juhu. Okay. Erstmal hier alle ein bisschen sich ausruhen lassen. Wir verunsichern den Gegner. Machen mal weiter und machen jetzt hier unsere Aufstellung. Hallo, ich würde gerne dabei sein. Ja, das ist ja, geht ja klar. So, nee, das war in der Liga. Das war... Also machen wir erstmal das so. Dann Capoe dahin. Dumet für Dido. Dann würde ich sagen... ihn hier raus. Dann den Torwart auch raus und dafür ihn hier rein. Und vielleicht noch den Opa. Für... für ihn. Und dann auf dem linken Mittelfeld, den rechten. Okay, machen wir das so. Ben Yedder, Cutledge, meine Güte, 96 Antritt, 96 Beweglichkeit, 96 Sprinten. Alter Finne. Okay, 75, haben wir echt keinen stärkeren Torwart. Ist ja krass. Okay, das war's für diese Folge. Ich mach den Sound mal wieder an und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, tschüss.